Ich studiere CAP, weil ich schon immer Journalistin werden wollte, seitdem ich ein kleines Kind bin. Das wollen eben viele andere auch. Und deswegen muss ich irgendwas suchen, was mich von allen anderen abgrenzt. Und hier kann man ja CAP studieren, also Printjournalismus, Radiojournalismus, Fernsehjournalismus und dann Public Relations zusätzlich. Und das gibt es kein zweites Mal. Ich glaube, man sollte einfach das Interesse mitbringen. Wenn man dazu noch offen und kommunikativ ist, ist das bestimmt ein Vorteil, aber auch schüchterne Menschen sollten keine Angst haben, denn sie werden hier auf jeden Fall gefordert und gefördert. Dasselbe gilt auch für das Schreiben, was meiner Meinung nach auch zu 90% Trainings- und Übungssache ist. Mir gefällt am besten an dem Studiengang, dass hier Praxis und Theorie von vornherein ineinander greifen, dass man immer zeigt, okay, wie funktioniert das später in der Praxis, und man wird dadurch gut Stück für Stück für das Praxissemester vorbereitet. Und ich würde sagen, dass auch das Praxissemester gemeinsam mit meinem Auslandssemester, das ich in Toronto gemacht habe, der Höhepunkt meines Studiums war. Also da eher so praxisnah ist, es gibt viele Vorteile, aber der Nachteil ist eben auch, dass es viele Abgaben und viele Gruppenarbeiten gibt. Deswegen sollte man ein Teamplayer sein und ein gutes Organisationstalent haben. Die Perspektiven nach dem Studium sind eigentlich relativ gut. Wir sind spezialisiert auf zwei Bereichen, also Cross-Media-Redaktion heißt Journalismus und PR, also Public Relations. Das heißt, wir können in beiden Bereichen arbeiten später, und außerdem ist es hier sehr multimedial und modern, und Video- und Schnitterfahrungen sammeln wir auch. Deswegen, das ist gerade das, was gesucht wird, und darauf sind wir vorbereitet.